Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grusel mit mir, Grusel mit Mad Chris. Ich habe heute für uns eine Compilation von Mythenecke rausgesucht. Und ja, Mythenecke ist ja immer top, 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 top. Und ich hoffe heute auch. Und würde sagen, wir gehen jetzt direkt rein. Mit sehr viel Spaß und sehr viel Motivation. Hier ist die Mythenecke. Ja, Mythenecke, da haben wir 10 gruselige Videos, die euch Angst machen. Ganz klassisch, sie machen uns einfach nur Angst. Ja, dann schauen wir mal rein. Hier ist die Mythenecke. Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen. Dankeschön. Gruseliger Schrei im Haus. Folgender Clip stammt von der Überwachungskamera eines Hauses in Amerika. Viel mehr Infos gibt es zu diesem Clip leider nicht. Schauen wir also mal, was uns hier geboten wird. Ziemlich gruselig, oder? Der Poster dieses Clips meint, dass der Schrei aus diesem Raum gekommen sein soll. Und was mich wundert ist, da liegt ja eine Katze auf dem Sofa, ne? Und die hat nicht reagiert großartig, ne? Die hatte vorher schon einmal den Kopf gehoben. So, das ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches. Aber sie hat sich jetzt nicht erschrocken davor oder so, ne? Ich meine, wenn das ein Geräusch ist, was spontan einfach so jetzt da mal aufgetaucht ist, würde ich ja von der Katze erwarten, dass die irgendwie aufschreckt. Ja, also wir haben auch Katzen und wenn da irgendein ungewohntes Geräusch ist, dann springen die auch auf. Ja, also reagieren zumindest. Und die hat jetzt, also zumindest konnte man es nicht erkennen, dass sie großartig reagiert hat darauf. Ne? Ich meine, es hörte sich an wie ein Schrei. So ist es nicht. Das schon. Nicht schön, ne? Dass in dem Haus schon viele seltsame Dinge geschehen sind, ja, die er sich nicht erklären kann. Da man nicht genau weiß, in was für einer Gegend dieses Haus steht, kann man hier nur spekulieren, ob es sich hierbei nicht eher um den Schrei eines Tieres, wie zum Beispiel den eines Kojoten handelt, ja, der ziemlich ähnlich klingt. Das kann natürlich sein, also wenn sich das Tier irgendwie in dem Vorgarten oder in dem Garten oder wo auch immer aufhält. Mythenecke hat recht, wir wissen jetzt nicht, wo das Haus steht. Wir sehen auch eigentlich nicht viel, was so ist, ob da hinten vielleicht ein Garten ist oder was auch immer. Man sieht es ja auch nicht. Ich hader jetzt nur ein bisschen damit, das irgendwie logisch zu erklären, weil wenn es ein Tier zum Beispiel war, die Leute leben ja nicht erst seit gestern da, davon gehe ich einfach mal schwer aus, kennen die ja wohl die Geräusche, die es so gibt. Ne? Also ich weiß ganz genau zum Beispiel hier bei uns in der Wohnung, wenn draußen irgendwie ein Geräusch ist oder so, woher das kommt und was das ist. Das war die ersten Monate anders, ja, weil wir leben hier sehr ländlich und hier sind andere Geräusche als da, wo wir vorher halt gewohnt haben. Aber so mit der Zeit gewöhnt man sich halt daran und man weiß dann auch, woher die Geräusche kommen. Ja, dann halt, wenn es vielleicht auch ein Geräusch sogar ist, was im Haus irgendwie durch irgendetwas gemacht wird. Irgendetwas Elektronisches, Mechanisches, was auch immer. Also ich glaube mir, wenn das gewohnte Geräusche sind, dann würde derjenige, der das jetzt hier mit seiner Überwachungskamera aufgenommen hat, der würde das, glaube ich, nicht ins Internet stellen. Für den wäre das, glaube ich, normal. Ja. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Schwierig zu sagen. Es hörte sich auf alle Fälle an wie ein Schrei. Hier mal ein Beispiel. Ja, das hört sich ja fast genauso an, das stimmt. Ja. Tatsächlich. Dann gehen wir doch einfach mal davon aus, dass es vielleicht auch ein Kojote war. Klingt doch wirklich ähnlich, oder? Ja, ja. Zu der Theorie würde natürlich auch passen, dass Kojoten überwiegend nachtaktiv sind und es sicher auch keine Seltenheit ist, dass sich Tiere auch mal in der Nähe eines Hauses verirren.
Der Uploader des Clips versicherte jedoch, dass die Außenkameras ebenfalls gecheckt wurden und dort kein Tier oder ähnliches zu sehen war. Das wissen Belegt wir nicht. Hat er diese Angaben jedoch nicht. Und somit bleibt uns nichts anderes übrig, ihn zu glauben oder eben nicht. Oder eben nicht. Ich nicht. Aggressiver Poltergeist. Okay. Der Betreiber vom YouTube-Kanal Delon. Ah, Küchenvideos. Hatten wir schon ein bisschen länger nicht mehr, ne? Ich habe da ja mal eine Zeit lang richtig vom Leder gezogen, dass ich diese Videos eigentlich alle für alle nicht real halte. Und dann kamen die auch irgendwie nicht mehr, als wenn das erhört worden wäre. Aber ja, jetzt geht's wohl wieder los. London Paranormal One dokumentiert zwischen Januar 2013 und März 2018 vermeintliche paranormale Aktivitäten, die sich in seinem Londoner Apartment abspielten und hauptsächlich auf die Küche beschränkt waren. Schauen wir mal rein. Da muss schon ein bisschen mehr kommen, Leute. Geht doch. Ach ja. Kuriose Aufnahmen, bei denen man wie so oft natürlich nicht weiß, ob sich das Ganze wirklich so zugetragen hat. Ja, das sind halt so diese Standardphänomene in Küchen. Ne? Und die lassen sich halt auch sehr einfach faken. Ne? Also wenn man da einmal so den Kniff raus hat, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Ich habe damit ein Problem, also ich persönlich habe damit ein Problem, weil ich finde, für Wesen mit einer gewissen Intelligenz, für Geister, und das sage ich dem einfach mal zu, dass sie das halt besitzen. Es ergibt für mich, es hat absolut gar keinen Sinn, diese Phänomene zu verursachen. Das ist weder eine Art der Kommunikation, noch eignet es sich eigentlich dafür, den Leuten richtig Angst zu machen, ja, also um die Leute irgendwie einzuschüchtern. Wird es sicherlich Leute geben, die da eingeschüchtert sein werden oder würden, aber umso öfter solche Phänomene vorkommen, umso weniger interessiert man sich halt auch dafür. So, dann haben wir ja auch wieder das Phänomen, er stellt eine Kamera auf und genau dann passiert auch was. Da kommt immer so viel zusammen, das ist, und wir hatten ja auch schon ein, zwei Clips, wo man Schnitte erkennen konnte zum Beispiel oder auch mal einen Faden oder was auch immer. Also es ist ziemlich einfach, ne? Und wir sehen auch hier, dieses Video hat eigentlich eine ziemlich gute Auflösung, aber es ist halt auch nicht gut genug. Also ich erwarte heutzutage von irgendwelchen Kameras, wenn das jetzt nicht gerade unsere CCTV-Cams mit Nachtsicht sind, die ja eigentlich grundsätzlich immer schäbig aussehen, erwarte ich eine so gute Bildqualität, dass ich hier erkennen würde, ob da vielleicht ein Faden ist oder so. Ne? Also ich bin bei solchen Küchenvideos, die lösen bei mir eigentlich nichts mehr aus. Da muss ziemlich viel passieren und hier ist einfach viel zu wenig passiert, ne? Es ist viel passiert, aber zu wenig, dass ich wirklich glaube, dass das was Paranormales ist. War es ein gut koordinierter Fake mit Angelschnur? Oder fanden in diesem Apartment wirklich paranormale Dinge statt? Ab März 2018 zumindest hörten die Video-Updates auf. Und wie es heute um den Kanalbetreiber steht und ob er hier ehrlich war, weiß allein er selbst. Ja, wahrscheinlich waren die Klicks nicht hoch genug, dass er da weitergemacht hat. Das kann gut sein. Ne? Er hat sich da wahrscheinlich mehr erhofft. Aber diese Clips gibt es halt auch. Millionenfach, ne? Oder nicht Millionen, aber tausendfach bestimmt im Netz und bei YouTube. Und da lockt man niemanden mehr hinterm Ofen mit hervor, ne? Das ist halt einfach so. Stimmen im Whispers Estate. Das Whispers Estate, ein weltberühmter Spukort in Indiana. Weltberühmt? Ich habe davon noch nichts gehört. In Indiana, jetzt war es nicht Texas, ne? Mit dramatischer Vergangenheit, die zu komplex und zu gruselig ist, um sie hier im Detail zu erläutern. Auch mal was Neues. Zu komplex und zu gruselig.
war Teil einer Untersuchung vom Team OWL Paranormal, die hier eine Nacht verbrachten, um zu versuchen, etwas Paranormales auf Kamera zu bekommen. Und scheinbar haben sie hier doppeltes Glück gehabt und konnten einen EVP und eine Erscheinung einfangen. Aber schauen wir wie immer erstmal rein. Ja, man konnte es hören. Oh. Ich kann es kaum erwarten, dich alleine zu erwischen. Okay, ne, ich sage ja oft, eigentlich stellt ja solche Dinge keine Bedrohung dar oder... Man kann jetzt nicht mal alles als böse bezeichnen. Das ist schon ein Satz, da kann man jetzt nicht viel missinterpretieren, ne? Oh, da war ein Schatten, ne? Ja, da ist ein Schatten. Echt gruselig, oder was meint ihr? Oh, oh ja. Hier eine Stimme, die mit verstörender Tonlage sagt, dass sie nicht warten kann, die Person allein zu erwischen, und sehen dann einen Schatten im Türrahmen. Leider gibt es keine Perspektive des anderen Raumes, um zu sehen, ob hier vielleicht auch ein Teammitglied diesen Schatten verursacht hat. Und gut, na, also entweder wurde das hier komplett gefaked oder es ist halt echt. Ne? 50-50. Ich kann mir aber nur vorstellen, wenn das gefaked ist, dass die, wenn die da auch noch einen Schatten hätten einbauen wollen, dass die das ein bisschen subtiler gemacht hätten. Also ein bisschen mehr zeigen. Ich meine, man sieht ja hier kaum was. Wenn jetzt da nicht der Pfeil gewesen wäre und man hätte da jetzt nicht rangezoomt, hätte man da jetzt gar nicht so viel gesehen, ne? Weil die Interferenzen im Bild halt auch so groß sind. Da ist auf jeden Fall was, ja. Das sieht man auch beim Ranzoomen mit dem Pfeil. Und ich denke mir aber einfach mal, wenn die das hätten faken wollen, hätte man es etwas offensichtlicher gemacht. Ne? Also ich gehe mal schwer davon aus, dass das tatsächlich auch authentisch ist, weil das ja jetzt auch Phänomene sind, die, ja, ne, also EVPs oder auch außerkörperliche Stimmen einfach so und Schatten, das ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches, wenn man an das Paranormale glaubt und an Geister. Ne? Und deswegen würde das schon passen. Und wenn dieses Haus jetzt wirklich bekannt dafür ist, dass es da spukt und auch wirklich eine sehr dunkle Vergangenheit hat, dann ist das nachvollziehbar. Ja, definitiv. Gutes Material. Und wir sehen, ob vielleicht der Filmende diese Worte geflüstert hat. Jedoch muss man einfach auch mal sagen, dass dieser Ort nicht ohne Grund so berühmt ist und hier eben laufend paranormale Phänomene von den Besuchern erfahren werden. Ich denke, dass auch hier definitiv etwas dran sein könnte. Möglich. Gut möglich. Spuk im Crybaby-Tunnel. Der sogenannte Crybaby-Tunnel in Ohio ist ein Tunnel unter einer Zugstrecke im US-Bundesstaat Ohio. Der Legende nach sollen sich hier dramatische Ereignisse abgespielt haben. Natürlich. Als vor vielen Jahren eine Frau ihr ungewolltes Baby dort aussetzte, welches in Folge... Schon wieder, ne? Immer irgendwas mit Kindern, irgendwas mit Frauen und Babys, irgendwie was... Oh, kleine Mädchen auch gerne immer genommen, ne? Dessen sein Leben ließ. Heute wollen viele Leute nachts vor Ort Babyschreie hören, die aus dem Nichts zu kommen scheinen und daher auch namensgebend für den Tunnel waren. Schauen wir mal, was das Purgatory Stories Team hier aufnehmen konnte. Okay. Can you cry for us? Can you still hear him pretty good? Yeah, he's picking up something. Oh my God. Can you hear that? No, what's he picking up? Baby crying. Ja, man konnte wirklich was hören, was sich auch tatsächlich so anhört, wie ein Kinderschreien, ein Babyschreien. Man darf aber jetzt hier nicht vergessen, das ist in der Natur. Ja? Und es hat vielleicht einen Grund dafür, dass man diese Schreie dort wahrnimmt. Das ist jetzt nicht die Legende von der Mutter, die da ihr Baby ausgesetzt hat, sondern Tiere, Füchse, Waschbären, was auch immer, dass die halt sich in dem Bereich aufhalten und dort auch vielleicht nisten und so. Ne? Also
Das ist halt möglich. Und dass die Leute, die dort immer denken, sie würden Babyschreien aus dem Tunnel hören, nichts weiter hören als die Tiere, ne? Die halt schreien, vielleicht auch vor Angst oder wegen territorialen Dingen, weil sich da halt Menschen nähern und so weiter. Ne? Also das würde ich da jetzt nicht ausschließen. Wenn da jetzt nicht noch eine Menge kommt, würde ich einfach mal sagen, das sind Tiere. Ne? Weil gerade Füchse zum Beispiel hören sich sehr oft an wie Kinder, die schreien. Ne? Das, oder Frauen, die, als wenn eine Frau irgendwie mit einer ziemlich hohen Stimme schreit. Also das kann man schon mal missinterpretieren. Ne? Is it good? Is it clear? It's showing on my meter, so it's clear. You're picking up the baby cry. Yeah? Right. Yeah. Now. Amazing. Here's that spot. Like, I don't know, man. It's here, come and touch the device in my hand. Get close to it. Oh, wow. Did you hear it? Wow. Ja, ich bin fest davon überzeugt, dass das Tiere sind. Man müsste diese Aufnahme tatsächlich mal irgendwie analysieren, ne? Dass sich das mal irgendwie ein Biologe oder wer auch immer sich da anhört oder analysiert, weil das kann man tatsächlich. Und dann weiß man auch genau, was das für Schreie sind. Ob das menschlich ist oder tierischen Ursprungs. Das müsste man einfach mal machen. Jetzt so würde ich halt einfach sagen, das sind Tiere. Wow. You heard it? Die fühlen sich halt gestört. Ne? Also durch die, die sind ja auch voll beleuchtet und quatschen da rum und so weiter. Da fahren sonst wahrscheinlich nur Autos vorbei. So, die werden jetzt auch Angst haben. Wahrscheinlich, ne? Gehe ich mal schwer von aus. Wow, I heard that from your earphones, buddy. Wow. Durchaus gruselig und es hört sich wirklich wie ein Baby an. Jedoch sollte man solche Ereignisse vor dem Jubel immer genau recherchieren. Denn manchmal ist nicht alles, wie es scheint. Man könnte zunächst nämlich annehmen, dass hier ein Babyschrei von einem Lautsprecher in der Ferne abgespielt wurde. Aber ein Kommentator unter dem Video gab den entscheidenden Hinweis, was wirklich hinter dem Geräusch stecken könnte. Denn er erwähnte, dass er in der Gegend dieses Tunnels lebt und dort eine Farm mit Pfauen ist, die er nachts gerne mal umkreischen hört. Hier mal ein Beispiel zum Vergleich. Alles klar, kein Fuchs, ein V. Ja. Alles klar. Auch die Legende soll wohl bereits in der Vergangenheit beleuchtet worden sein und sich als nicht wahr herausgestellt haben. Ja, so ist das halt mit Legenden. Ne? Also okay, das ist jetzt ein V wahr, ne? Ja, gut, da wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Aber da hört ihr einfach mal, wie sich das, also da hört man das einfach mal, ne? Dass man das einfach schnell missinterpretieren kann. Und dass Tiere, dass tierische Schreie sich oft auch so alt anhören, als wenn sie von einem Menschen kommen. Das passt ja jetzt dann auch zu dem ersten Clip, den wir gesehen haben, wo es vielleicht der Kojote war, der da geschrien hat. Ne? Deswegen, wenn man solche Geräusche hat, solche Schreie und so weiter, um das wirklich, um wirklich festzustellen, ob das etwas Menschliches war und nichts Tierisches, müsste man diese Aufnahmen normalerweise analysieren lassen. So, ist klar, das kostet Zeit und Geld, das werden die wenigsten tun. Verständlich. Aber man kann halt nicht immer sofort sagen, das war ein Baby, was da schreit oder das ist, hat ein Geist geschrien oder was auch immer. Ne? Also das, da muss man halt ein bisschen vorsichtiger sein. Ich meine, gruselig für diejenigen, die da vor Ort sind, ist es auf alle Fälle. Definitiv. Die werden erstmal Gänsehaut kriegen. Aber wenn man darüber nachdenkt und die logischen Dinge erst einmal versucht auszuschließen, wird man vielleicht auch auf eine logische Lösung dafür kommen. Und diese Faunfarm ist natürlich die logischste aller Lösungen. Ne? Was die Babyschreitheorie umso mehr in Frage stellt. Jedoch gab es eine Stelle im Video, die wiederum irrittierend war, als eine Spiritbox-Session in den Tunnel durchführten und Folgendes durch die Spiritbox durchkam. Say my name again. Nick. I'm gonna put the device in here and make it strike. Okay.
Das Geräusch klingt meiner Meinung nach wie der vermeintliche Pfauenschrei, den sie zuvor aufgenommen haben. Oder was meint ihr? Spuckt es hier vielleicht... Ja, vielleicht Zufall. Kann ich jetzt nicht so sagen. Ich glaube trotzdem, dass es die Pfauen waren. Ne? Glaube ich einfach. Das ist mir jetzt ein bisschen zu wenig. Das ist mir ein bisschen zu dünn. Nicht aus anderen Gründen doch. Und eine Entität hat hier diesen Schrei nachgeahmt. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Das wäre allerdings eine gute Erklärung auch, ne? Dass vielleicht irgendein Wesen, was da ist, jetzt nicht das Baby an sich, sondern einfach diesen Schrei auch nachahmt. Das ist natürlich möglich, ne? Wir wissen ja auch nicht, was so eine Spiritbox aufzeichnet. Sind es jetzt wirklich nur die Stimmen von irgendwelchen Wesen oder auch einfach Geräusche aus dieser vermeintlich anderen Welt? Ja, wir wissen ja auch nicht, was diese andere Welt ist. Ist es das Jenseits? Ist es vielleicht einfach ein Paralleluniversum? Wenn es zum Beispiel ein Paralleluniversum ist, kann es ja auch einfach sein, dass dort auch so eine V-Farm existiert. Und dass die jetzt einfach die Schreie von diesen Frauen aufgezeichnet haben. Das ist möglich. Rein theoretisch. Ja. Also ist sie schon sehr weit abgetaucht. Ich ziehe mir was an den Haaren herbei, aber möglich ist es. Ne, wenn man so ein bisschen fantastisch weiterdenkt. Spuk im Jamaika Inn. Nicht in Texas, oder? Das Jamaika Inn. Eine ehemalige Poststation aus dem 18. Jahrhundert, die heute als Bar und Herberge genutzt wird, gilt als einer der gruseligsten Orte in England. Die gruseligsten Orte in England. Immer wieder berichten hier Gäste von seltsamen Geräuschen und Erscheinungen, die sie sich nicht erklären können. In den folgenden zwei Clips konnten möglicherweise übernatürliche Phänomene von der Überwachungskamera festgehalten werden. Schauen wir mal rein. Kondenswasser unterm Glas. Echt gruselig, oder? Nein. Einer der Gäste kommentierte auch unter dem Video und versicherte, dass sie danach alle Möglichkeiten für eine natürliche Erklärung ausgeschlossen haben und der Tisch weder nass war, noch irgendeine Art von Kondenswasser der Grund für dieses Ereignis gewesen. Ja, ja, ja. Sein konnte. Ich könnte mir hier höchstens vorstellen, dass der rechte Mann, nachdem er sich zu seinem Kollegen gedreht hat, den Tisch berührt hat. Also erst einmal muss man die ganze Geschichte ja nicht glauben. Ne? Also warum soll denn an diesem Glas kein Kondenswasser gewesen sein? Man sieht ja sogar auf dieser Aufnahme, dass das ein sehr, sehr kaltes Glas Bier war. Ja, weil das Glas ist auch beschlagen. So, und schon hat man auch Kondenswasser. Also, weiß ich nicht. Es ist halt so, wir haben ja jetzt nicht zum ersten Mal Clips oder einen Clip aus einem Pub oder einer Bar in England, in Großbritannien. So. Es ist jetzt nicht das erste Mal. Und auch in Großbritannien hat man das Problem der schwindenden Kundschaft in solchen Kneipen und Bars. Natürlich ist dort die Bar- und Kneipenkultur, Pubkultur noch ein bisschen ausgeprägter als jetzt noch hier in Deutschland zum Beispiel. Und die Menschen gehen auch noch in solche Lokalitäten. Aber auch nicht mehr so in der Masse wie früher. Das liegt daran, dass die Leute halt auch nicht mehr so viel Geld in den Taschen haben. Die kämpfen auch um Kundschaft. Wenn ich jetzt eine Bar habe, die liegt vielleicht etwas außerhalb. Ich weiß ja gar nicht, wo das ist. Es ist eine alte Poststelle, es wird wahrscheinlich irgendwo am Stadtrand sein, keine Ahnung. Dann habe ich vielleicht auch damit zu kämpfen, dass es nicht ganz so viel Kundschaft gibt mehr wie früher. Ne? Wir wissen jetzt ja auch nicht, wann das ist. Sieht jetzt erstmal gut besucht aus. Das kann jetzt natürlich auch an einem Wochenende sein oder so. Aber man hat ja dann auch die anderen Tage, da kommen die Leute halt nicht. Da hilft es natürlich weiter, wenn man da Werbung macht. Die beste Werbung ist erstmal die, die
nichts kostet und die vielleicht sogar noch, also die Lokalität halt auf eine Art und Weise interessant macht und besonders. So, da muss man natürlich erstmal darauf kommen, wie man so eine Werbung gestaltet. Und am besten geht das natürlich, wenn man sagt, bei uns spukt es. Damit fängt man zwar nicht jeden, aber einige Leute schon. Und die werden dann auch die Lokalität wahrscheinlich besuchen. Und man bleibt natürlich im Gespräch. Ist ja klar. Ne? Ich meine, sogar wir in Deutschland kennen jetzt das Jamaika Inn. Wir hätten es wahrscheinlich nie kennengelernt. So, und so ist es ja dann in England auch. Die schauen sich die Compilations an. Ich meine, Mythenecke hat jetzt hier den Clip drin. Der Clip wird auch noch in anderen Compilations sein, in englischsprachigen Clips von Creatoren aus England. Und die sehen das und denken sich, wow, da muss ich ja mal hin. Ne? Und schon haben sie wieder Kundschaft. Ich kann das sehen, Leute, ich sehe das auch. Ich sage jetzt auch nicht, dass das schlecht ist. Also ich sage jetzt nicht, dass das böswillig und dass sie einen hinters Licht führen wollen und so. Das ist verständlich, ich würde das auch machen. Ne? Also ob es jetzt für eine Bar ist, für ein Hotel, für ein Motel. Wenn es irgendwie möglich ist, dafür kostenlos Werbung zu machen und auch auf diesem Weg, und gerade wenn man sich auch vielleicht in einer Situation befindet, wo man das braucht, dann soll man es machen. Ist ja vollkommen in Ordnung. Aber für mich ist hier klar, da war Kondenswasser unterm Glas, das ist da einfach runtergerutscht. Das kommt schon mal vor. Es sei denn, uns wird jetzt hier noch ein riesiges Schattenwesen präsentiert oder ein Monster aus der Hölle. Dann bin ich natürlich auch bereit, das Jamaika Inn als komplett bespukt zu akzeptieren. Und das Glas dadurch vielleicht heruntergekippt ist. Jedoch kann man hier auch nicht wirklich genau sagen, ob er den Tisch überhaupt berührt hat. Im nächsten Clip, der im Küchenbereich aufgenommen wurde, geschah Folgendes. Da fällt auch einfach was runter, ne? Das ist... Merkwürdig, oder? Man könnte hier im ersten Moment denken, dass hier der Wind vielleicht der Grund war. Jedoch sieht man nirgendwo sonst in der Umgebung etwas. Es kann aber auch sein, ich weiß ja auch gar nicht ganz genau, was das ist, ne? Also es kann ja auch sein, dass sie das kurz vorher dahingestellt hat, dass es sowieso schon wackelig stand und aus irgendwelchen Gründen, ne, fällt es dann. Also ich gehe mal davon aus, weil es so ein alter Papp ist. Wird da auch sicherlich ein Holzfußboden drin sein. Es muss ja nur irgendjemand in den anderen Raum irgendwie da langlaufen. Da gibt es schon minimale Erschütterungen, die man so gar nicht sieht oder gar nicht bemerkt. Und es reicht aber dann schon zum Beispiel, um dieses Objekt dazu zu bringen, zu fallen. Ja, also das ist schon möglich, ne? Also muss man einfach so sagen. Dass vom Wind irgendwie bewegt wird. Wenn man bei einer irdischen Erklärung bleiben will, könnte man natürlich auch sagen, dass der Hörer vielleicht nicht richtig aufgelegt wurde. Aber da es eben ein Ort ist, an dem viele Menschen regelmäßig Spukphänomene erleben, würde ich hier eine paranormale Erklärung definitiv nicht ausschließen. Immerhin sind die Geister hier teilweise so berühmt, dass einem sogar ein Wandgemälde gewidmet wurde, das nach der Beschreibung von vielen Gästen und Mitarbeitern, die ihn hier herumspucken gesehen haben wollen, angefertigt wurde. Gefährlicher Spuk. Folgender durchaus verstörender Clip wurde von der Nutzerin Talia G auf Reddit gepostet und bedarf zunächst keiner weiteren Erklärung. Schauen wir da erstmal rein. Okay.
ziemlich erschreckend, oder? Wir sehen zunächst, wie Talia durch die Türschwelle tritt, als plötzlich das Kreuz herunterfällt und sie nur knapp verfehlt und dabei auf ihren Fuß fiel, wie sie selbst sagte. Sie gab außerdem an, dass das Kreuz dort über viele Jahre schon hängt und sich in der ganzen Zeit noch nichts derartiges zugetragen haben soll. Auch soll es noch nie in der Wohnung gespuckt haben. Ja, aber das heißt nichts, ne? Das heißt nichts. Es fällt ja auch in dem Moment, als sie da drunter hergeht. Das heißt, da kann es auch schon kleine Erschütterungen geben. Also der Boden sieht jetzt nicht aus wie ein Holzfußboden, aber auch das heißt nichts, ne? Ja, ich weiß nicht. Eine Aussage, die man hier hoch anrechnen kann, da es dadurch eben nicht wie die typischen Videos rüberkommt, in denen Leute ein Thema überdramatisch darstellen. Sie gab jedoch an, dass sie und ihr Lebensgefährte zwei Tage zuvor von einer größeren Spuktour nach Hause kamen, bei der sie an verschiedenen bekannten Orten in den USA auf Geisterjagd ging. Könnte es womöglich sein, dass sie etwas von dort mit nach Hause gebracht haben? Oder war hier doch nur Physik im Spiel? Wurde durch Betreten des Raumes und damit einhergehender Vibration das Kreuz heruntergestoßen? Wer weiß? Wer weiß? Also ich finde es schon mal gut, dass sie da wirklich jetzt keine Story drum spinnt, wie bei uns ist sowieso ständig am Spuken und hier und da passiert was und da passiert was. Also das sagt sie ja, dass es nicht so ist. Das ist schon mal gut. Finde ich, macht das auch sehr authentisch. Also da ist auch nichts gefaked. Dass das für sie seltsam ist, kann ich nachvollziehen. Also alles in Ordnung. Ne? Meiner Einschätzung nach spukt es da nicht. So, fertig. Ist halt ein dummer Zufall da jetzt, ne? Da noch ein Kreuz. Geisterschrei im Lost Place. Die YouTube-Nutzerin Bri Must Be Woodstock machte eine Lost Place-Erkundung mit Freunden, ohne jedoch im Video einen genauen Ort zu nennen. Was sie jedoch im Titel des Videos nannte, war die Tatsache, dass sie sich sicher hier ist, in diesem Clip einen Geisterschrei aufgenommen zu haben. Schauen wir mal rein. Das war ein Schrei. Das war auch kein Tier. That was a girl screaming. That was a girl screaming. What? Ziemlich creepy, wenn man so etwas auf Kamera festhalten und vor Ort wahrnehmen würde und sich sicher wäre, dass niemand in der Nähe ist. Ja, natürlich, wenn man sich sicher wäre, dass niemand da ist, ist es gruselig. Aber auch da kann man sich dann trotzdem nicht so sicher sein, ob nicht doch halt jemand da ist. Es ist halt ein Lost Place, der wird auch für viele Leute zugänglich sein, vielleicht sogar für alle. Und da können sich einfach auch andere aufhalten, die dann schreien, aus irgendwelchen Gründen. Ich hoffe, nicht wegen irgendwas Schlimmes, sondern nur, weil sie irgendwie vielleicht herumalbern oder so. Also ich glaube nicht, dass das ein Geist war. Das glaube ich nicht. Jedoch muss man auch hier realistisch sein und das Alter der Person im Video berücksichtigen, die, so klingt es zumindest, recht jung sein dürften. Und gerade in jungen Jahren pranken sich die Leute eben auch besonders gerne. Und das kann man hier einfach nicht als Option außer Acht lassen. Aber wie steht ihr dazu? Habt ihr vielleicht mal etwas Ähnliches bei einer solchen Expedition erlebt? Also, da will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen, ob die jetzt, weil die so jung sind, sich dir vielleicht gegenseitig verarschen. Es ist halt, das Einfachste wäre halt, dass da tatsächlich einfach nur auch noch andere Leute sind. So. Und die es halt einfach nicht wissen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Kein Geist. Verfluchte Statue. Der YouTuber Paranormal Nomad macht regelmäßig Livestreams von verschiedenen Friedhöfen in den USA. Mhm. Eine Situation beschäftigt ihn davon bis heute, weshalb er sie als Short erneut hochgeladen hat. Schauen wir mal rein. Okay, are my eyes playing tricks on me? I could have sworn I saw the arm go up. Whoa, wait, no way.
Did anybody... Wait. The arm... Right there. Es wackelt aber auch. Mich würde hier mal eure Meinung interessieren. Also, das ist, glaube ich, eine Art von Pareidolie, die da gerade stattfindet. Ne? Dieses Wackeln. Das Wackeln, es lässt sich einfach nicht sagen, ob sich da irgendwas bewegt. Er müsste die Kamera einmal ganz ruhig halten oder mit einem Stativ aufstellen, damit man da irgendwas sieht. Ja, durch die Veränderung der Pixel, auch der Helligkeit, durch das Wackeln, wirkt es natürlich so, umso länger man hinsieht, dass sich da vielleicht was bewegt. Aber ich bin mir absolut sicher, es bewegt sich nichts da. Ja. Ich glaube es nicht. Ich sehe da eigentlich nichts. Ja. Ob ihr seht, wie sich der Arm bewegt? Nein. Paranormal Nomad selbst hat nochmal in einem separaten Video erklärt, dass er überzeugt ist, dass sich der Arm bewegt und es kein Kamerafehler ist. Ich muss jedoch sagen, dass ich hier persönlich keine Bewegung sehen konnte, außer vermeintliche Bewegungen, die durch den starken Zoom und daraus resultierenden Verpixelungen entstehen. Ja, genau. Und seien wir mal ehrlich, wenn man nachts alleine auf einem Friedhof herumspaziert, fängt irgendwann sicher jeder an, Dinge zu sehen, die vielleicht auch nicht da sind. Schreibt mir aber, wie gesagt, gerne in die Kommentare, ob ihr was gesehen habt oder nicht. Ja, das ist halt auch das, ne? Wenn man irgendwo alleine ist im Dunkeln oder auch mit zwei, drei anderen Leuten, dann immer die Dinge auch ganz anders wahr. Das muss jetzt nicht nur ein Friedhof sein, das kann auch ein Lost Place sein, am besten irgendetwas Unheimliches, wie ein altes Krankenhaus, eine alte Schule oder irgendwie was. Oder auch ein Haus, wo es heißt, darin spukt es. Dann nimmt man da natürlich jedes Geräusch anders wahr und sieht auch in der Dunkelheit, in dem vielleicht etwas fahlen Licht, sieht man auch vielleicht Bewegungen, wo keine sind. Und das ist halt hier auch der Fall. Ne? Wie gesagt, weniger wackeln, bisschen den Zoom raus und man hätte vielleicht was erkannt. So. So. Ja, Mythenecke. Eine sehr gute Compilation. Ich habe zwei Clips rausgeschnitten, die kannten wir schon zu Genüge. Und ja, aber der Rest war sehr gut. Heute wieder auch gute Beispiele dafür, dass Tiere halt auch so schreien, dass man das halt auch missinterpretieren kann als Schreie von Geistern oder Menschen oder irgendwelchen Wesen. Sehr interessant. Mythenecke erklärt ja auch immer sehr gut. Und ja, ich freue mich auf weitere Compilations von Mythenecke und ich freue mich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und in der Beschreibung findet ihr wie immer alle Links zu der Compilation von Mythenecke und auch zum Kanal. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Adios. In the dark of night, where the shadows dance, my Chris is awake, taking a chance, he's got his head full.